Herzlich willkommen zu Dein Verein Hartberg. Sie wissen, es ist die einzige Sendung, in der wir ausschließlich über den TSV sprechen werden. Und mit mir macht das, wie immer, Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo. Servus, hey. Manuel Ortlechner ist ein großer Fan der Hartberger mittlerweile. Da ändert auch eine Niederlage gegen Salzburg nichts, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe das jetzt eh schon vor einigen Wochen auch schon erwähnt, dass mir das sehr gut gefällt, wie man dort zutage geht. Die Mannschaft ist ja sehr sympathisch, der Trainer taugt mir, sie liefern eine tolle Arbeit ab. Ja, jetzt hoffe ich, dass natürlich sportlich Woche für Woche eine Spur immer besser wird. Ja, mit 0:2 haben sie verloren, die Steirer. Aber bevor wir näher darauf eingehen, möchte ich mit dir über zwei ganz auffällige Spieler sprechen. Über Juba Diarra und Zakaria Sanogo. Bist du auch Fans von den beiden? Ja, absolut. Also speziell Diarra hat auch der Markus Schopp schon gesagt, das ist sein wichtigstes Spiel überhaupt in der Mannschaft. Der performt echt auf einem Top-Niveau. Das hat schon seine Gründe, warum Red Bull Salzburg den verpflichtet hat und jetzt einmal für ein Jahr ausgeliehen hat. Bin auch gespannt auf seine weitere Entwicklung natürlich. Ich glaube, der kriegt jetzt eine tolle Möglichkeit, Woche für Woche Erfahrung zu sammeln. Aber der beweist schon, wie wichtig der für diese Truppe ist. Und ja, auf der anderen Seite Zakaria Sanogo. Der gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, weil solche Spieler, die gerne auch ins 1 gegen 1 gehen, die Spiele entscheiden können, das sind die Spieler, die jede Mannschaft sucht, die jede Mannschaft gerne hat, weil es gibt immer weniger davon und deswegen, diese beiden sind sehr, sehr interessant. Ja, Sanogo hat ja schon für den WRC in der Bundesliga gespielt, dann mit Hartberg jetzt den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Hättest du geglaubt, dass der jetzt so eine gute, große Rolle spielt jetzt wieder in der Bundesliga? Und überhaupt zum ersten Mal so eine große Rolle spielt in der Bundesliga? Na gut, ein Spielertyp wie er, den muss in erster Linie mal wohlfühlen. Das ist auch das Thema, das mir vorhin auch gefragt, warum mir Hartberg gut gefällt. Weil ich glaube, dass dort eben auch so eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird. Er kann sich dort voll entfalten. Der mediale Druck ist jetzt nicht der größte, denke ich. Er bringt sehr, sehr gute Leistung. Er hat ein Riesenpotenzial. Er ist noch sehr, sehr jung auch. Er ist schnell, er ist agil, er ist wendig. Also immer unangenehm natürlich auch für die verteidigende Mannschaft. Ja, er kriegt, glaube ich, auch alle Freiheiten von Markus Schopp. Auf der anderen Seite natürlich passt er ganz gut rein, auch in sein taktisches Konzept. Also, ja, guter Mann. Ja, und der Wohlfühlfaktor, der ist bei den beiden sehr groß. Davon haben auch wir uns überzeugt. Wir haben nämlich Juba Diarra und Zakaria Sanogo getroffen, und zwar bei einer Buschenschank in Hartberg. Wo denn sonst? Zakaria Sanogo, Juba Diarra und ein Ausflug in die oststeirische Kultur. Oberhalb von Hartberg besuchen sie eine Buschenschank. Das war es dann aber auch schon fast mit den Deutschkenntnissen. Diarra spricht nur Französisch. In Hartberg macht's das nicht unbedingt einfacher. Auch die Kommunikation mit seinem Trainer ist kompliziert. Mit dem Trainer ist es wirklich nicht einfach. Er spricht wie die meisten Menschen hier Deutsch und Englisch und ich spreche ja nur Französisch. Zaki Sanogo versteht wenigstens ein bisschen Deutsch und übersetzt für mich. Aber es ist generell natürlich schwierig, weil du sehr aufmerksam sein musst, um im Training und im Spiel alles mitzubekommen. Ich konzentriere mich extrem, um zu merken, was gerade gefordert ist. Diarra und Sanogo sind trotz aller Kommunikationsprobleme für das Spiel der Hartberger kaum zu ersetzen. Sanogo genießt offensiv alle Freiheiten und nutzt sie. Die Mannschaft hat insgesamt Selbstvertrauen gewonnen. Wir haben ein bisschen Zeit benötigt, um die Defensive zu stabilisieren. Aber das ist uns mittlerweile gelungen. Mir hilft das. Ich vertraue meinen Mitspielern und konzentriere mich komplett auf mein Offensivspiel. Die Karriere von Zaki Sanogo beginnt in Bobo, der zweitgrößten Stadt in Burkina Faso. Hier gilt er schnell als Ausnahmetalent, schafft als 18-Jähriger den Sprung nach Straßburg, verlässt seine Heimat als Publikumsliebling. Zaki! 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 Als Fußballer in Afrika hast du nur ein einziges Ziel. Du willst es nach Europa schaffen. Die Situation in Burkina Faso ist schwierig, es gibt kaum Arbeit. Also klammerst du dich an die Chance, als Fußballer Geld zu verdienen. Du spielst jede freie Minute mit deinen Jungs in deinem Stadtviertel. Nichts war mir wichtiger als das. Juba Diarra versucht ebenfalls, sich den Traum einer großen Karriere zu erfüllen. Er ist von Salzburg nach Hartberg verliehen.
Auch vergangenen Samstag lässt er immer wieder seine Klasse aufblitzen. Die Unterschrift bei Red Bull, für ihn nur der erste Schritt. Oui, oui. C'est un exemple pour nous. Sadio Mané und Naby Keita sind definitiv Vorbilder für mich. Sie haben über Salzburg den Sprung in die Premier League zu Liverpool geschafft. Das sind Spieler, die für uns schon jetzt Legenden sind. Und begonnen hat das alles in Salzburg. Große Ziele. Aber noch ist der Hartberger Käse nicht gegessen. Sanogo und Diarra haben mit dem Aufsteiger noch einiges vor. Ein herrliches Bild, die beiden bei der Buschenschank. Da haben sich zwei gefunden. Aber wie schwierig ist es, wenn man sich nicht mitteilen kann als Spieler? Du warst zwar nie im Ausland, aber hattest natürlich genug Legionäre als Teamkollegen. Wie schwierig ist das, sich mitzuteilen, auch für die Teamkollegen, für den Trainer und natürlich für die Spieler selbst? Ja, ist natürlich eine große Challenge für die Spieler selber. Es ist bis zu einem gewissen Grad eine Holschuld, aber auch eine Bringschuld. Ich glaube, sie wären gut beraten, wenn sie mal so die ersten 30 bis 40 üblichen Begrifflichkeiten im Fußball intus haben. Das ist keine große Hexerei, das, glaube ich, ist auch leicht vermittelbar. Ein links, rechts, vor, zurück oder was es natürlich alles gibt, was man drauf haben soll am Spielfeld. Aber sie sind zwei sehr offene Persönlichkeiten, wie man aufgrund des Interviews auch sehen konnte. Beide haben eine große Karriere auch im Kopf, also sie haben Ziele, man hat auch gesehen, wie willig sie sind. Und ich habe das Gefühl auch, dass speziell beim Diarra mit der Unterschrift bei Red Bull Salzburg, wo natürlich auch immer auf der Sechserposition Typen sind, die natürlich auch Begehrlichkeiten wecken für andere Clubs, dann vielleicht der Platz frei wird für ihn. Vielleicht spekuliert er auch ein bisschen damit, will sich dieses Jahr top präsentieren. Also ja, also Integration ist sehr wichtig natürlich. Also sie wären gut beraten, wenn sie relativ rasch die ersten einfachen Basics beherrschen würden. Ja, Juba Diarra gehört ja. Salzburg hat dort aber ja noch nie trainiert. In Hartberg kann man jetzt sagen, ist er der Denker und Lenker. Das hat ja auch das Spiel gegen seinen Stammverein, gegen Red Bull Salzburg gezeigt. 67 Ballaktionen hat er gehabt, 20 Zweikämpfe bestritten, davon 60% gewonnen und 41 Pässe gespielt. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass das alles die Topwerte der Hartberger sind. Bei den Zweikämpfen überhaupt der Topwert im ganzen von allen Spielern am Feld. Na, es unterstreicht einfach auch die Aussage vom Trainer, der ihn tagtäglich sieht, dass er für die Mannschaft der wichtigste Spieler ist. Wie gesagt, da brauche ich nicht sehr viel dazu zu sagen, sondern die Zahlen sprechen für sich. Also er hat sich bewiesen in Salzburg, guten Eindruck hinterlassen. Ja, absolut, und das wird auch so weitergehen. Also ich sehe auch keinen Grund, dass der sich aufhalten lässt. Am Ende gab es aber trotzdem eine 0:2 Niederlage gegen die Salzburger und wir haben die Highlights jetzt für Sie. Im Duell der Gegensätze, Meister Salzburg gegen Aufsteiger Hartberg, gibt es den ersten Aufreger schon nach 47 Sekunden. Aluminiumtreffer von Hannes Wolf. Salzburg mit 6 Veränderungen im Vergleich zur Champions League-Qualifikation. Hartberg, der Aufsteiger, unbekümmert mit diesem Kopfball von Florian Flecker nach 15 Minuten. Aber ab diesem Zeitpunkt dominiert dann Salzburg das Spiel. Immer wieder dieser Wolf vorbei an Siegel, aber nicht vorbei an Svete. Der Hartberg-Torhüter verhindert den Rückstand. Die größte Möglichkeit dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Junuzovic auf Ulmer und Brevljak. Die große Möglichkeit vergeben vom Bosnier, der heute Munas Dabur ersetzt. Zweiter Spielabschnitt. Hartberg mit diesem Angriff. Repp auf Flecker und da ist Stankovic. Der kann in höchster Not klären. Das alles in Minute 49. Und dann der direkte Gegenzug. Fehler von Repp. Da ist Wolf mit dem Auge für Brevljak. Und der vorbei an Huber und an Svete zum 1:0. Nach seiner Rückkehr aus Mattersburg der erste Bundesligatreffer für Brevljak in dieser Saison. 10 Minuten später, Huber verschätzt sich, Wolf behauptet den Ball. Wieder das Zuspiel auf Brevljak. 2:0. Ein hochverdienter Sieg für den Meister gegen den Aufsteiger. Es war klar, dass es nicht leicht wird, wenn man da herfährt zur besten Mannschaft Österreichs. Also das hat man gesehen, dass sie heute sehr gut gespielt haben. Wir haben uns sehr wenig befreien können, haben leider, wenn wir Ballgewinne gehabt haben, den ersten Pass oder zweiten Pass gleich wieder verloren oft, vor allem erste Halbzeit. Die letzte Viertelstunde haben wir uns richtig eindrucken lassen. Haben aber Glück gehabt, dass wir mit der 0:0 zur Pause gegangen, haben dann in der Pause das alles halt besprochen und wollten dann zweite Halbzeit mutig auftreten. Wir haben auch, glaube ich, auch eine gute Aktion gehabt beim 0:0 und im Gegenzug haben wir dann das 1:0 gekriegt, was leider ein blöder Fehler war, aber das passiert leider. Und nachher war es richtig schwer, hat Red Bull sehr gut in laufen lassen und im Endeffekt haben sie verdient 2:0 gewonnen. Wie ist es, wenn man da als Abwehrspieler auch hinten drin steht, geballte Offensivkraft natürlich vom Gegner, passiert es dann einfach zwangsläufig, dass irgendwann vielleicht ein kleiner Fehler passiert, der dann eben eiskalt bestraft wird?
Ja, einfach ist gegen die Mannschaft nicht, weil die sind sehr ballsicher und wenn man rausschiebt, belaufen sie die hinteren Räume sehr gut. Aber wir haben das über weite Strecken sehr gut gemacht und auf das kann man aufbauen, aber leider war es zu wenig, dass man da was mitnimmt. Ja, am Ende eine doch deutliche, klare Niederlage. Wie hat man sich verkauft im großen EM-Stadion? Ja, speziell erste Halbzeit, da hat man sich tapfer gewehrt, wenn auch etwas glücklich mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist. Aber natürlich hat sich die Qualität dann durchgesetzt gegen die stärkste Mannschaft Österreichs. Das hat er auch richtig erwähnt, das sehe ich genauso. Aber natürlich, wenn die Spieler vor dem Spiel viele Selfies machen, sie mit großen Augen das Stadion ansehen, zeigt das ein Stück weg schon auch ein bisschen die Haltung der Spieler auch und den Respekt oder den Ehrfurcht. Und das hat sich eigentlich irgendwie auch auf das Spielfeld übertragen. Ich war ja selbst vor Ort bei diesem Spiel und die Spieler waren wirklich fast beeindruckt von diesem Stadion. Die Handys wurden gezückt, Videos gemacht und so weiter. Hat man das auch wirklich gemerkt, auch in manchen Situationen, wo man dann zu überhastet war, wenn man vielleicht Möglichkeiten gehabt hätte? Ja, ich glaube, dass sie dann unterm Strich vielleicht nicht zu 100% auch daran geglaubt haben, diese so großen Salzburger zu schlagen, wie ich vorhin erwähnt habe. Also ich glaube, das hat sich dann schon etwas auch wiedergespiegelt, diese Aktionen vor dem Spiel, auch im Spiel. Wie groß ist denn der LASK jetzt? Das ist die nächste harte Nuss, die es zum Knacken gilt. Die spielen natürlich ein ähnliches System auch wie die Salzburg. Also da kommt wieder eine Mannschaft, die sehr aggressiv zu Werke gehen wird. Ich hoffe, dass sie ihre Schlüsse und Lehren aus dem Spiel gezogen haben und es gegen die Linzer besser machen. Und vor allem dann aber wieder zu Hause gegen den LASK. Da sollte die Präsidentin auch aus dem Urlaub wieder zu Hause sein. Ja, vielleicht fehlt genau die Präsidentin der Glücksbringer. Wenn sie beim Heimspiel gegen LASK wieder vor Ort wird, dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Ich drücke Ihnen die Daumen, wird sicher ein netter Fight werden. Du drückst Ihnen die Daumen und du drückst auch die Daumen, dass Dario Tadic dann vielleicht wirklich oberkörperfrei zieht. Wir kommen nächste Woche zurück. Wir vergessen das nicht, lieber Dario. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, Manuel. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Dein Verein Hartberg.